willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, seit langem, beziehungsweise was heißt seit langem, seit zwei Videos mal ein normaler Start. Ich habe für euch heute GTA 6 News, die euch sogar schocken werden. Denn wird GTA 6 kleiner als wir denken? Wir haben immer diese Gerüchte, beziehungsweise die eine Gruppe, die sagt, ey, GTA 6 wird groß werden. Sehr, sehr groß. Größer als Red Dead Redemption 2. Dann gibt's die Partei, die sagen, nein, GTA 6 wird nicht groß werden. GTA 6 wird mittelmäßig, beziehungsweise sogar kleiner als GTA 5. Nur die Frage ist, was stimmt denn? Ich denke mal, so wie es immer ist, die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir werden weder eine große Map bekommen, größer als Red Dead Redemption 2, noch werden wir eine Map bekommen, die kleiner ist als GTA 5. Wir werden eine ganz normale, mittelgroße Map bekommen, die immer weiter erweitert wird. Und jetzt haben wir eine offizielle Aussage von einem ehemaligen Rockstar Games Mitarbeiter, der sich wünscht, dass GTA 6 klein sein soll. Wirklich klein sein soll. Das hat der berühmt-berüchtigte Tom Henderson getweetet, beziehungsweise den Bericht von Inside Gaming halt veröffentlicht. Und das schauen wir uns gemeinsam mal an. Und natürlich, Leute, bevor wir da reinsteppen, abonnieren. Um keine weiteren GTA 6 News zu verpassen, hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Liken, kommentieren, würde mich sehr supporten. Und wir starten mal sofort mit dem Video. Schauen wir uns erstmal an, was der ehemalige GTA 6 Entwickler gesagt hat. Auf Insider Gaming wird Folgendes geschrieben. Nun, ein ehemaliger Rockstar-Entwickler namens Tony Goland, dessen eigenes Studio gerade Dungeon Golf veröffentlicht hat, glaubt, dass GTA 6 kleiner und dichter sein sollte, mit einprägsamer Navigation und weniger Welten, offenen Räumen. Tony Goland war ein Mitarbeiter von Rockstar Games und hat an Liberty City Stories gearbeitet, Vice City Stories, Chinatown Wars und Red Dead Redemption. Und er sagt Folgendes, im Hinblick auf das, was ich mir erhoffe, würde ich mir persönlich wünschen, dass es die Größe der Welt ein wenig vergrößert. Ich denke, ein kleinerer, aber dichter besiedelter Ort würde vielleicht etwas von der unvergesslichen Navigation zurückbringen, die ich vom Originalen geliebt habe. Natürlich wissen wir, dass die Maps von GTA 4 zum Beispiel kleiner waren. Die waren klein, aber kompakt. Wir hatten viele Sachen. Wir hatten Burgershots, Burgerladen, wo wir reingehen konnten, Restaurants, Internetcafés. Wir konnten Bowling spielen, wir konnten Billard spielen. Wir konnten sehr viele Gebäude betreten und in GTA 5, Leute, haben wir sogar Gebäude, die wir nicht betreten können, noch weniger als in GTA 4. Und GTA 4 ist schon sehr, sehr lange weit in der Vergangenheit. Und warum können wir das in GTA 4 machen, aber nicht in GTA 5? Natürlich, weil Rockstar Games die Map von GTA 5 sehr groß gemacht hat im Vergleich zu GTA 4. Und natürlich können sie auch die Zeit nicht investieren da rein, dass sie so viele Gebäude begehbar machen können, weil auch die Kapazitäten der PS3 zum Beispiel damals halt nicht verfügbar waren. Ich zeige euch mal anhand meiner künstlerischen Begabung auf Paint, wie er sich das vorstellt. Das ist die GTA 4 Map, ne? Hier, bitteschön. Hier haben wir ein Gebäude, 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 hier haben wir ein Gebäude. Und die sind alle begehbar. Die sind hier alle begehbar. Wir können da reingehen, wir können ein Internetcafé besuchen, wir können halt Bowling oder was weiß ich was, Restaurants. Und die PS3 hat es damals ausgehalten, das war klein und kompakt. Wir hatten hier sehr viele, zum Beispiel Sachen, die wir besuchen konnten, die auch nebenbei waren. Wir hatten hier sehr viel Input. Wir hatten sehr viel Input, das heißt, wenn wir hier in der Mitte sind, hatten wir verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die wir halt einfach machen können. Dadurch sieht das so aus, als hätten wir wirklich sehr viel zu tun auf der Map. Und das wünscht sich der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter. Und wenn wir uns zum Beispiel jetzt GTA 5 anschauen als Beispiel, wir haben eine sehr große Map, was natürlich die PS4 auch schon zum Beispiel überlastet oder die PS3 damals. Und wir haben hier ein Gebäude, hier ein Gebäude, hier ein Gebäude, hier ein Gebäude. Ja, wir haben einen großen Abstand und Rockstar Games ist natürlich auch von der Konsole geschuldet, kann diese ganzen Flächen nicht mit vielen Details beschmücken, weil wenn sie es tun würden, würde die PS4 einfach, ja, würde es nicht aushalten. Und dadurch ist es halt so, dass sie zum Beispiel auf sehr viel verzichten mussten, dass sie Interieurs nicht machen konnten, Gebäude nicht machen konnten, weil halt einfach die Map so groß war. Und Rockstar Games hat auch die Kapazität da nicht gehabt für die PS4 oder PS3 damals, dies alles zu befüllen. Aber hier in der kompakteren Möglichkeit war es halt, ging es halt, ne? Und hier halt natürlich nicht. Und der Entwickler will, dass es halt so wird. Und das wird auch Rockstar Games verfolgen. Denn ich glaube, dass die GTA 6 Map jetzt nicht übermäßig groß sein wird. Aber es wird auf jeden Fall ein Mittelding, so wie GTA 5 und RDR 2. Ja, also ein bisschen sogar kleiner vielleicht als RDR 2. Aber dafür sehr gut gefüllt. Wir werden viele Gebäude haben, die begehbar sein werden. Rockstar Games wird da einiges machen, die für uns natürlich interessant sind. Zudem sagt er Folgendes, das einzige Filmmaterial, das ich gesehen habe, besteht aus ein paar Teilen des durchgesickerten Materials.
und ich habe ziemlich schnell aufgehört, es anzusehen. Ich fand es wirklich herzerreißend für das Team, all seine harte Arbeit der Welt erstmals in einem so heruntergekommenen und unvollendeten Zustand gezeigt zu sehen. Und ich würde viel lieber auf einen offiziellen Trailer warten, um so richtig ins Schwärmen zu geraten. Ja, natürlich war es für Rockstar Games nicht schön, dass das Spiel so präsentiert worden ist, aber Leute, wir hätten niemals gewusst, wie GTA 6 aussieht ohne diesen einen Hacker. Es ist sehr schade. Und ich bin froh, dass auch Rockstar Games keinen enormen Schaden davon getragen hat. Der Hype lebt immer noch und die Leute wollen immer noch einen offiziellen Trailer. Aber wir wissen wenigstens, wie es aussieht. Und wir wissen auf jeden Fall, was für ein Zustand es war. Ne? Und es war in gutem Zustand. Und ein Stand der Zeit. Ich weiß nicht, ob dieser Rockstar Games Mitarbeiter, und ich denke mir natürlich, hat er immer noch einige Connections zu Rockstar Games Mitarbeitern, die momentan noch aktiv sind. Weil ich sag mal ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Kollegen hattet bei eurem alten Arbeitgeber und ihr euch gut verstanden habt, habt ihr immer noch Kontakt. Und natürlich sickern da einige Informationen durch. Also erwartet jetzt nicht eine riesengroße Map in GTA 6, eine kleine Map wird es sein, beziehungsweise mittelmäßig, auch Tom Anderson, beziehungsweise Jason Schreier haben es gesagt, die Map von GTA 6 wird mittelgroß sein, aber mit der Zeit immer weiter erweitert werden. Was sagst du dazu? Würdest du es feiern, wenn die Map von GTA 6 oder GTA 6 generell einfach kleiner wäre, aber kompakter? Oder sagst du, nein, Mann, ich will ein richtig großes Spiel haben, die Map soll richtig groß sein, mir egal, ob ich das Gebäude betreten kann oder das, ich will einfach überall hinfahren, was weiß ich was. Deine Meinung in die Kommentare, würde mich interessieren. Liken, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.